Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Syndicate. Der rennt fast vor die Kutsche. Ich habe hier gerade Verbrecher verjagt, einmal in die Luft geschossen, deswegen rennen die so weg. Gestern hatte ich nochmal, also gestern Abend, hatte ich hier nochmal ein paar Sachen eingesammelt. Komisch eigentlich, ich glaube im Zug gab es eigentlich noch eine Mission, aber was machen wir denn jetzt eigentlich diese Folge mal? Was ist das hier? Ein guter Schütze. Höllenglocken, Charles Dickens Erinnerung, wo sind wir? Wir sind hier. Ja, eigentlich würde sich eins von Charles anbieten, ne? Ja, so eine Fracht-Eskorte. Richtig, Mädchen. So. Gib mir mal deine Kutsche. Danke. Ach ja, ich habe gelesen, es gibt eine Trophäe, 5000 Gegenstände kaputt zu machen. Ihr wisst ja, was das heißt. Yeah. Also hier so zerstörbare Gegenstände mit der Kutsche. Also ich hoffe, damit sind hier solche Sachen gemeint. Die Trophäe brauchen wir halt. Kannst ruhig weiter. So, Charles, wo bist du? Charlie Sheen, Junge. Sie wirken sehr müde. Alles in Ordnung? Es gibt immer viel zu erledigen. Die heutige Ermittlung des Ghost Clubs dreht sich um eine Kutsche. Man sagt, sie sei mit Blattgold bedeckt, sodass sie Passanten im Sonnenlicht blendet. Selbstredend soll sie außerdem verflucht sein. Versuchen wir doch, sie aufzuspüren. Die Wagen der Royal Mail verschwanden, als die Post auf die Schiene umgestiegen ist. Wie gern würde ich mich hinsetzen. Aber die Pflicht ruft. Jetzt setzt sie sich ja doch hin. Hä? Was war das? Wie seltsam. Mein liebster Fry. Wann liege ich nur endlich wieder in deinen Armen? Jeden Augenblick seit unserem letzten Treffen war ich von Einsamkeit erfüllt. Deine Abwesenheit lässt mich verzweifeln. Ich beschwöre dich, komm sogleich zu mir zurück. Ich sehne mich danach, dich zu sehen und deine Stimme zu hören. Verweile nicht länger, ich erwarte sehnlichst deine Ankunft und gebe mich dir vollkommen hin. Deine dir gebende Elizabeth. Das wäre fast vorbei gewesen, obwohl ich noch gar nicht richtig angefangen habe. Komm schon!
Freundin? Ja, Sie sind sicher. Machen Sie sich keine Sorgen. Oh, Sie haben mich gerettet. Dieser Dreckskerl hätte mich auf der Stelle zur Heirat gezwungen. Ich muss nach Hause. Okay, wo ist das? Wäre sehr gut, wenn du mir das sagen würdest. Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir sind doch hier nicht in Deutschland. Ja, Bewegung! Obwohl, ja, wir sind doch in... Naja, gut. Schneller! Ja! Geil. Fahr über die eine Brücke und wieder über die andere Brücke zurückzufahren. Sehr gut. Komm schon! Ich dachte, das Haus soll... Seine Komplizen werden sie sicher umbringen. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Natürlich. Hä, ja, schieß doch. Ciao. Wow. Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Bringen Sie mich nur nach Hause? Ja. Ich schulde Ihnen meinen Dank. Sie haben keine Mühen gescheut, jemanden zu retten, den Sie nicht kennen. Wie lautet Ihr Name? Evie Fry. Ja! Gutes Mädchen. Mich gerettet. Ich bin Elisabeth. Möchten Sie nicht runterklettern und sich zu mir setzen, damit ich Ihr Gesicht sehen kann? Wo ist sie? Ein Hilfeschrei. Liebste Mama, liebster Papa, wenn Sie diese... Was? Wenn Sie dies lesen, bin ich vermutlich lange tot. Ich kann den Marquis nicht heiraten. Denn ich liebe einen anderen. Ich muss diesem brutalen Tyrannen entfliehen, aber ich weiß, dass er mir nachjagen wird. Ich fürchte mich sehr. Ich liebe Sie sehr. Leben Sie wohl. Ihre Tochter Elizabeth. Jo, sie. Weißt du, ich sieze meine Mutter auch immer. Obwohl, vielleicht war es zu der Zeit normal. Wer weiß. Sie sehen aus, als würden Sie gleich aus den Schuhen kippen. Was ist denn geschehen? Traum, so scheint es mir. Okay. Da fällt mir ein, durch das Einsammeln gestern von sehr, sehr vielen Kisten haben wir ein paar Pünktchen. Sie könnte im Kampf noch ein bisschen, wohl vielleicht erstmal ihre ganzen eigenen Messermeister. Nicht unbedingt. Erstschlag. Das würde ich auf jeden Fall noch nehmen. Trophäe erhalten. Phantom. Nur mit F geschrieben. 4. Wir haben aber nur noch 3. Okay, reicht nicht aus. Wir sind hier oben. Warum ist das hier rot? Ist doch unser Zug hier. Ah ne, ist ein Zugüberfall. Also. Ein
dann würde ich vielleicht doch sagen, wir reisen mal zu unserem Zug und machen dort noch die Mission. Ich weiß zufällig, wie sie heißt. Klingt sehr vielversprechend. Gleich mal gucken. Ich hatte noch ein paar andere Outfits runtergeladen. Ich würde gern mal gucken, wie die so sind. Hier ist anscheinend ein Brief für Jacob. Nur nicht die falschen Tasten. So, haben wir hier auch noch mal ein bisschen Geld eingesammelt. Ach ja, Outfits. Musste gerade kurz überlegen, was wollte ich jetzt eigentlich? Eins von... Oh, doch, das... Boah. Okay, geldtechnisch dauert das noch ein bisschen. Monturen. Shaoyun. Oh, das gefällt mir sehr gut. Evelyn. Ich muss aber sagen, mir gefällt das dann doch hier besser. Hat gar keine Umhänge. Das heißt, ich könnte jeden drin packen, oder? Hauptsache gut. Aber einen besseren haben wir gar nicht als den, den wir jetzt sowieso haben. Der wäre um einiges besser. Da benötige ich noch Level 10. Entschuldige meine Offenheit, Liebes, aber dein Aufzug sieht etwas schäbig aus. Guck dich mal an. Andererseits, wir könnten halt tatsächlich auch mal... Wir können nicht zu Jacob wechseln, weil wir zu nah an ihm dran sind. Da habt ihr gerade den Namen der Mission schon gesehen. Wie nah muss ich denn wechseln? Geht das überhaupt, wenn ich hier drauf bin? So, weil den müssten wir auch vielleicht auch noch mal ein bisschen... Ach, der hat seine Sachen sogar schon alle. Hm.
brauche langsam mal gucken, ob der was Besseres kriegt. Ich kümmere mich überhaupt nicht um ihn hier. Für ihn wäre vielleicht... Oh ne, ist wieder schlechter. Der hat tatsächlich nichts Besseres. Auch der wäre besser. Schusswaffen. Wäre ebenfalls die besser. Sich nichts. Okay, Monturen. Nein. Nope. Ezio Auditore. Oder Edward. Obwohl die Edward-Montur sieht halt echt komisch aus, ne? Vielleicht gehen wir mal auf die hier. Okay, du brauchst echt eine andere Frisur. Dieser Zug gehört jetzt uns. Da können wir es uns auch gemütlich machen. Ja. Können wir. Ein Brief. Für mich. Wo? Alles klar, machen wir jetzt erstmal die Mission. Hallo, Mr. Gatlin! Du müsstest sehen, was an der Whitechapel Station auf dich wartet. Nigel will alles wieder gut machen. Er hat ein Geschenk für dich. Oi, Mr. Fry, sehen Sie sich das an. Ist sie nicht wunderschön? Oh, gut gemacht, Nigel. Von der Gang auf der anderen Seite der Stadt. Hab alle abgefüllt und sie geklaut, als sie schliefen. Hier, Sir, ich zeig's Ihnen. Sie klemmt. Oh, Scheiße. Weg! Thank you.
schießen die eigentlich? Wieso hat er eigentlich gewartet? Los, komm hier rüber! Nigel, die Versetzung zur Royal Artillery muss wohl noch da. Naja, es wurden sehr viele einer rivalisierenden Gang getötet, das hat doch auch was. Muss man auch positiv sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht, was für ein scheiß Brief da ist. Es muss an der Wand dort sein, oder? Das kann ich mir einfach sonst nicht vorstellen. Sequenz 8, Sequenz 4. Gibt's hier noch eine Mission? Anscheinend nicht. Dann kommst du leer. Ist heute früher aus dem Bett gefallen als sonst, was? Gut, da wir gerade sowieso Fry, also Jacob sind, wir sind ja. Also, sie sind ja beide Fries. Wäre vielleicht so ein Boxkampf gar nicht mal schlecht nochmal, ne? Wo haben wir denn mal einen, den wir noch nicht... Wir haben schon so viele gemacht, ne? Der ist ein ganzes Stück. Machen wir eine Schnellreise hin.
Schön, dass jetzt die Fahrzeugsteuerung kommt. Hälfte des Spiels vorbei. Ach ja, so funktioniert das eigentlich alles. Quatsch, das. Ja, ist doch schon was gut. Also mal ein bisschen in den Untergrund. Dass ich hier irgendeine Truhe oder sowas verpasse. Was machen die da? Was macht der hier? Was sieht sehr schmuck hier aus? Konntest du auch mal Deutsch? Was ist los? Ich wusste, dass sie kommen. Ach da. Viel Glück da drin. Nicht, dass sie es brauchen würden. Eine Schwalbe tätowiert? Eure Seele steigt als nächstes in den Ring. Ich werde dich gerne auslösen. Recht in das Genick. Wir polieren dir deine Hüfte. Mal sehen, wie warm deine Innereien sind. Hä, ich bin auch. Ich greife mal in einem echt blöden. Ah. Er kommt hier nicht in einem Stück raus. Wenn ich groß bin, will ich sein wie sie. War irgendwie lustiger, wo er das bei Eevee gesagt hat. Irgendwie kann ich den nicht richtig blocken, ja. Achtung, der ist riesig.
Combo von 143. Klar, ich brauche das Geld. Ich bin jung und brauche das Geld. Oh nein. Der hat genau in dem Moment in diese Blockhaltung geschaltet, als ich zugeschlagen habe. Puh. Haben wir das Geld eigentlich jetzt? Ja. Da können wir. Na komm. Ich muss das schaffen. Wieso kommt denn da Blut aus seinem Hintern? Mein Daumen. Zumindest haben wir noch mehr Leben als vorhin. Teilnehmer raus.
Schaltet ihm den Schädel! Oh, oh, oh. So, jetzt nur noch du, Junge. Ich muss mal ein bisschen... Menge Geld dazu bekommen. Der Stock ist zwar schon schön. Können wir uns mal angucken.
leider nicht wirklich besser. Mit den Upgraden. Alles klar. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.